Ja, moin! Willkommen zurück zu Black Geyser, Couriers of Darkness. Wir haben letztes Mal die Talgorn-Schlucht, oder wie sie hieß, abgeschlossen. Madruk gekillt. Level-Ups gehabt. Und jetzt geht es nach Sgofarth. Fath? Ich weiß es nicht. Und jetzt fange ich dieses Video doch mit dem Ladescreen an. Vor drei Videos oder so habe ich gesagt, ich will es nicht machen. Ja. Sgofarth, ja. Hier müssen wir irgendwas finden. Ich glaube, irgendeine Pflanze. Gucken wir mal. Nochmal. Ins Tagebuch. Oder Questlog. Ich weiß gar nicht, wie es hier heißt. Ah, ne, Tagebuch ist was anderes. Okay. Wir können selber Tagebuch schreiben. Nein, danke. Genau. Himmelsblüten. Himmelsblüten müssen wir finden. Alright. Ich habe keine Lust, in der Nacht zu reisen. Moin! Was geht? Das sind Zwerge. Hey, hallo, hier drüben. Nicht so schüchtern. Wir wollen dir nichts Böses. Zumindest heute nicht. Bist du ein paar zwielichtigen Händlern begegnet, die magische Tränke verkaufen? Ach, egal. Die sind inzwischen bestimmt schon über alle Berge, die hinterhältigen Feiglinge. Was? Warum sind wir plötzlich in Sgofarth? Als ich das letzte Mal hochgeguckt habe, waren wir noch in Fazitain. Ich habe mich nie freiwillig für so einen Versuch gemeldet. Nein, wir haben dem nie zugestimmt. Das ist Missbrauch. Ach, kümmere dich nicht weiter um den. Der gehört nicht zu uns. Er war nur hier, als wir aufgewacht sind. What the fuck? Greetings. Wenn du diesen Trankhändlern begegnest, trau ihnen bloß nicht. Ich hoffe, sie werden von Bären gefressen. Großen, mürrischen, kranken Bären. Okay, sind die unter Drogen oder was? Auf Drogen? Geil. You're in charge. Glaube, wa? Die Trankhändler haben nämlich bestimmt Drogentränke verkauft oder so. Das Lagerplatz. Fuchs, Fuchs. Wolf. Noch ein Wolf, okay. Das ging schnell, ihr Lappen. So. Nee. Hier, okay. Was sind das denn? Gefleckte Schweine. Nice. Was ist das? Elfenruinen? Das soll ein Ruinen sein? Yes, go ahead. Nee. Brauchen wir alles nicht. Fingrim. Aha. Bücherregal. Ich glaube, man lernt nichts, wenn man die liest. Mach's trotzdem. Aber das können wir verkaufen. Und wir klauen ihm hier einfach alles, aber gestattet, also von daher. So, mein Junge, was bist du, hä? Fingrim. Willkommen, mein Freund. Ich bin Fingrim. Könnte ich euch um einen Gefallen bitten? Nicht für mich, versteht ihr? Sondern für die grüne Mutter. Irgendetwas hat in den letzten Nächten im Wald jenseits des Dorfs sein Unwesen getrieben. Von welchen Schwierigkeiten sprecht ihr? Klingt, als würde etwas in den nahegelegenen alten Elfenruinen herumwühlen. Mit der Abenddämmerung erklingen von dem ungeschützten Felsen seltsame, unnatürliche Geräusche. Okay, in der Nacht müssen wir dahin. Wahrscheinlich nichts Böses, nur ein paar reisende Raufbolde oder junge Abenteurer. Als ein bedeutender Teil der elfischen Geschichte sind diese Ruinen für Tilindia sehr wichtig. Ich verstehe, dass Jugendliche oft von Fernweh gepackt werden und es sich nicht leisten können, jede Nacht in einem Gasthaus zu verbringen. Aber dieser Ort darf nicht als Lagerplatz missbraucht werden. Okay. Machen wir. Machen wir. Was ist denn hier alles noch?
Ehrlich gesagt keine Lust, da alle Fässer nachzugucken. Gerd. Elf namens Gerd. Verfluchte kleine Biester. Ich hoffe, dass ihre Knochen verrotten, verdammte Kobolde. Ah, seid gegrüßt. Ich frage mich, ob ihr mir vielleicht einen kleinen Dienst erweisen könntet. Und zwar schnell. Ich wurde ausgeraubt. Wie kam es dazu, dass ihr ausgeraubt wurdet? Es waren diese vermaledeiten Kobolde. Sie hatten sich mal wieder in die Stadt geschlichen, um dort Essen zu stehlen. Ich habe sie dabei auf frischer Tat ertappt, aber sie waren zu flink für mich. Ihre Zahl hat im Laufe der Jahre stetig zugenommen. Und je mehr es von diesem dreckigen Abstaum gibt, desto häufiger überfallen sie die kleineren Siedlungen. Machen wir. Wo kann ich sie denn finden? Schaut bei der Mondsteinlichtung im Nordwesten nach. Okay. Da wollten wir dann eh noch hin. Okay. Hara. Yes? Seid gegrüßt. Seid ihr vielleicht den Seelen meiner Familie begegnet? Nein, ich habe sie noch nicht getroffen. Okay. Ach, das war die. Ah. Stimmt. Hä, wir sind denen ja gar nicht begegnet. Vielleicht nachts. Okay. I go. Vielleicht müssen wir nochmal zur Schlucht nachts in der Schlucht rumlaufen. Behälter verschlossen. Hm? Nicht mehr lange verschlossen. Öffne das mal, mein Junge. Wow. I'm listening. Ach komm, ist so eh nichts drin. So. Hier ist noch was. Hier ist niemand. Ah, kleines Zoo. Hey. I go. Uh-oh. Ich fühle mich komisch. Hi. Dann würde es mir besser yes? gehen. Okay, was ist mit ihr? Oh, hallo. Es ist so schön, hier draußen ein neues Gesicht zu sehen. Da ihr ein Reisender seid, könnt ihr uns vielleicht helfen. Meine Kinder sind krank und brauchen Medikamente, die uns nur ein erfahrener Heiler geben kann. Mein Mann kann diese Reise nicht antreten. Daher sind wir auf die Freundlichkeit von Fremden angewiesen. Woran sind sie erkrankt? Am schmutzigen Leben in der Hauptstadt. Wir haben im besseren Teil von Isilbright gewohnt, aber schließlich wurde es dort so elend, dass wir nach Skofarth gezogen sind. Die saubere Luft war anfangs sehr hilfreich, aber jetzt sind sie wieder ans Bett gefesselt, die armen Schätzchen. Was braucht ihr denn? Oh, Tilindias, ich segne euch. Wir brauchen Folgendes. Einen Aufguss aus Beerensaft, einen Entspannungstrank und ein Allheilmittel. Haben wir das nicht schon? Fuck. Warte, was brauchen wir? Aufguss, Besen, Allmeitel, Trank der Entspannung. Aufguss aus Beerensaft haben wir doch mit 100 Pro. Genau, da zum Beispiel. Allheilmittel haben wir doch auch. Yes. Oder? Ja. Dann brauchen wir noch wahrscheinlich einen Trank der Entspannung. Yes. Können wir den vielleicht... Nee. Okay. Gut. Müssen wir halt in der Stadt kaufen. Müssen wir in der Stadt kaufen. I go. Bunny überall, ja, Docs. Gehen wir noch hier gucken. Viel mehr ist hier nicht. Einmal auf die Docs, aber hier ist wahrscheinlich auch nichts. Ah, hier ist noch ein Typ. Rupert. Ach, ey, diese... Mann! I'll do it. Warte mal. Geht das eigentlich so? Ach, okay, das ist nicht positionsabhängig, sondern okay. Dann sprechen wir jetzt immer mit uns, mit Leuten, okay. Okay. It's nice to be needed. Dann
Gruppe ist verstreut. So, nachts ist es nachts. Reicht das schon? Um zu den Ruinen. Aber ist das vielleicht Himmelsblüte hier? Yes! Okay. Ist anscheinend noch nicht spät genug. Ah. Zoria Mondschrecken. Oh oh. I'm listening. By steel and stone. Why not? I'll go wherever. Yeah, I'll make it. Hm? Off I go. Yes. Du castest. Nee. Das auf ihn. Point the way. Du. Schwörst Skelette. I'm always ready. Nee, mit Feuerball warte ich noch. War das mal Fieber auf dem? What do, are you certain? Hmm, that seems like the place to be. Okay, der hat, ist fieberig anscheinend. Okay, dann. Okay, die sind ja gar nicht mal so krass. Okay. I'll go wherever I'm needed. Okay. Ja. Der schläft wahrscheinlich. Nö, er steht da immer, okay. Ich habe die Ursache eures Problems gefunden. Es waren keine Banditen. Ich bin auf die Folgen einer Art Kultritual gestoßen, das verdammt schiefgelaufen ist. Gefährliche, entstellte Kreaturen durchstreifen die Ruinen. Ich habe sie von ihrem Leiden befreit. Das ist sehr überraschend. Ich habe in dieser Gegend keinen Kult bemerkt und auch nichts davon gehört. Es ist bedauerlich, dass ihr Gewalt anwenden musstet, aber ich verstehe, dass es notwendig war, um Ordnung wiederherzustellen. Nehmt als Dank diesen alten Heilstab und diese kleine Belohnung. Ja, komm. Da bin ich jetzt mal nicht gierig, das würde irgendwie nicht passen. Was ist denn mit... Zauberstab. Geben wir unserem Heiler, obviously. Yes. Und Preis. Ja, alles ist alles gleich. Alles gleich plus... Sie hat Zauber. So. Ja. Go ahead. Nein. Hier. Tiefgrüner Wuchs. Das Ziel wird über 3 Runden um 46 Gesundheit geheilt. Geil. Verleiht jemanden Voraussicht und belebt. Ja. Okay. Dann gehen einfach einmal im Norden raus. Nee, komm, wir gehen hier raus. Wir gehen dann nochmal zurück zu Algorns Schlucht. Gucken in der Nacht, ob wir hier diese Dings finden. Die Geister da. Familie von der einen, die hier umgebracht wurde. Komm. Weil ansonsten würde ich sich jetzt nicht, wie man die finden soll. Oder waren die vielleicht bei der Mondlichtung rastlose Geister? Nicht zu den Geistern von Haras Familie. Hä? Du
Sobald die Nacht anbricht, ja. Okay. Sag ich ja. Nein. I'll do it. Mal gucken, wo die sind. Wo seid ihr? Wir hätten wohl alle elfischen Abenteurer also wir hätten Frieden mit denen schließen können anscheinend. Wenn wir einfach gesagt haben, hätten wir kommen in Frieden oder was. Außer wahrscheinlich die letzten. Wo sind die Geister denn? Hä? Ah, okay. Moin. Can I help you? Hara hat mich geschickt. Sie will, dass sie Frieden findet. Kann ich irgendwie helfen? Gesegnet sei eure Selbstlosigkeit. Wir wünschen uns nur, dass niemand mehr auf dem Weg durch die Schlucht zu Schaden kommt. Wer in Frieden kommt, soll in Frieden gehen dürfen. Für meine Kinder und mich ist es natürlich zu spät, aber diese Schrecken müssen ausgemerzt werden. Bevor noch mehr Leuten Gewalt angetan wird. Bitte redet mit den Elfen, bringt sie zur Vernunft. Haben wir schon. Greetings. Ruhet sanft, der Wald wird kein Blutvergießen mehr erleben, dafür habe ich gesorgt. Danke. Goodbye, goodbye. Okay. Jetzt soll ich wieder mit ihr reden wahrscheinlich. Ja, okay. Da. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das eine Quest war. Irgendwie dumm ist, weil natürlich ist es eine Quest. So, jetzt gehen wir nochmal zu Hara, oder wie sie hieß. Geben die Quest ab und dann zu dieser Mondsteinlichtung. Mondscheinlichtung wahrscheinlich. Na komm. Komm. Danke. Wo war Hara? Hier im Familienhaus, glaube ich. I'll do it. Oder. Ah, nee, nee, nee. Steht, scheiße, steht davor. I'll do it. I'll do it. So, Hara. Yes. Sie haben Frieden gefunden. Ich habe gespürt, wie ihre Geister die Reise angetreten haben. Als Belohnung habe ich einen teuren magischen Gegenstand aus dem Vorrat meines Ehemanns für euch. Okay. Ich hätte auf ein paar Münzen zusätzlich gehofft. Natürlich. 400 Goldstücke. Oh, boy. So viel gewesen. Nice. Ich glaube, wenn da so, wenn man einfach nur so um ein bisschen um mehr Geld bittet oder die halt nicht direkt beleidigt und so, dann mache ich das immer. Und wenn man, aber wenn man die dann so voll beleidigt, dann nicht. Ich glaube, so mache ich das. Yes. Aber wir haben wieder ein Level up. Sehr gut. So. So, Waffen, Stäbe und Knüppel, bam. Hm? Du fallst schon überzeugen. Zwielichtige Geschäfte. Waffen, kleine Klingen. Neuer Zauber. Ups, nein, was ist das nochmal? Mordabsicht. Ah, das ist ein Buff für uns selbst. Okay, ja. Nehmen wir das doch mal. Okay. Dann haben wir jetzt Kobolde aus der Mondsteinlichtung. Okay. Okay. Ja, dann, ne?
Zur Mondsteinlichtung. Das. Wir treffen uns, genau. Beim nächsten Video, im nächsten Video an der Mondsteinlichtung. Denn das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.